Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es gibt Phänomene, die kann ich echt beim besten Willen nicht nachvollziehen. Beispielsweise hat sich irgendjemand wirklich einmal freiwillig einen Twilight-Film angeschaut und nicht nur, um herauszufinden, wie grauenhaft schlecht das ist. Aber auf der anderen Seite gibt es Phänomene, die man absolut nachvollziehen kann, wo man auf den allerersten Blick weiß, das ist genial. Und so sind die Minions wahrscheinlich mit das Genialste, das jemals aus einem Animationsfilm hervorging, vor allem, weil der allererste Film Ich einfach unverbesserlich aus dem Jahr 2010 ja eigentlich noch gar nicht um die gelben Bananasager sich drehen hätte sollen, aber das Publikum sie natürlich so sehr in den Mittelpunkt gerückt hat, dass sie dann in den weiteren Ich einfach unverbesserlich Filmen ihren Vater Gru ein bisschen hinter sich gelassen haben und vor allem später sogar eine eigene Single-Auskopplung spendiert bekommen haben, wobei der allererste eigene Minions-Film im Jahr 2015 dann doch eher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Aber im Jahr 2022 kehrten die Minions zurück in einem absolut unterhaltsamen Abenteuer. Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass Minions auf der Suche nach dem Miniboss oder The Rise of Gru, wie der Film mit dem eben jungen Mini-Gru in der Hauptrolle heißt, einen absolut großartigen Cast hat. Neben Steve Carell und Pierre Coffin, die da zurückkommen, haben wir vor allem eine Liga der außergewöhnlichen Bösewichter, die angeführt wird von Leuten wie Alan Arkin, Michelle Yeoh, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, wir haben Danny Trejo, Lucy Lawless und so weiter und so fort in einem Film. Und das macht natürlich die englische Originaltonspur von diesem Film alleine zu einem absoluten Genuss. Noch dazu hat man bei diesem Film definitiv nicht an Geld gespart und damit eine der aufwendigsten Visualisierungen mit einem geschätzten Budget von 80 Millionen Dollar realisiert, was den Film einfach auch auf der visuellen Ebene zu etwas ganz Besonderem macht. Wobei ein wichtiger Teil, finde ich, von jedem Animationsfilm immer wieder die 3D-Effekte sind. Immerhin handelt es sich um einen Film, der komplett aus dem Computer stammt, wo wir quasi keine flachen Sets haben wie bei einem Zeichentrickfilm, sondern wo die Gegenstände per se schon in einer 3D-Umgebung zusammengerendert werden, sodass das natürlich prädestiniert dafür ist, dann auch auf dem Blu-ray 3D-Format veröffentlicht zu werden. Also, falls es sowas noch geben würde. Zumindest in Australien hat sich Universal Pictures auch in den letzten Jahren immer wieder mal daran erinnert, dass es 3D-Blu-Rays gibt und hat eben beispielsweise auch die drei Titel, die jetzt Turbine als erste Teile der hauseigenen Collector-Series veröffentlicht, dort in 3D veröffentlicht, logischerweise ohne deutschen Ton. Aber hierzulande war eher Sendepause. Deswegen ist es umso schöner, dass im Jahr 2024 als Nummer 2 der Turbine Collector Series in 3D auch der unterhaltsame Minions auf der Suche nach dem Miniboss erscheint. Damit möchte ich allerdings auch bei dem Film natürlich noch ein bisschen genauer hinter die Kulissen des Films blicken, weil vor allem bei einem Animationsfilm sind vor allem die hinter den Kulissen arbeitenden Leute interessant. So gibt es bei diesem Film nämlich auch wieder 3 gecredited Regisseure und 2 gecredited Drehbuchautoren, wobei auf dem Regie-Department auf der einen Seite Kyle Balder sitzt, der interessanterweise bereits seit einiger Zeit als Regisseur arbeitet. 2012 zum Beispiel als Co-Director schon bei Der Lorax, hat er dann 2015 auch den ersten Minions-Film übernommen, hat dann 2017 auch Ich einfach unverbesserlich 3 inszeniert, war allerdings bereits seit jeher bei Animationsfilmen mit dabei, im Jahr 1998 bereits als zusätzlicher Animator bei Das große Krabbel, bei Toy Story 2, bei der Monster AG, bei Shrek 2, bei Madagaskar, bei Ab durch die Hecke und so weiter, hat er bereits als Animator gearbeitet und war als Layout-Supervisor dann 2010 eben auch bei
bei dem ersten Ich einfach unverbesserlich mit dabei. Aber selbst das war nicht das allererste. Er hat natürlich bei Realfilmen angefangen. Da ist sein allererster gecrediteter Auftrag 1994, dass die CG-Animationen über Industrial Light and Magic, wo er zu der Zeit gearbeitet hat, für Flintstones. Die Familie Feuerstein hat da gleich einmal für Die Maske, Jumanji, Mars Attack, Stuart Little 2, Drei Engel für Charlie 2, Matrix Revolutions gearbeitet und ist dann ganz offensichtlich zu den Voll-Animationsfilmen gewechselt. Ebenfalls interessant ist Brad Abelson, der auch als Regisseur bei diesem Film arbeitet, zuvor zum Beispiel das Minions Holiday Special gedreht hat, genauso wie das Yellow Light Musikvideo von Pharrell Williams, der allerdings zwischen 1996 und 2015 auch bei 165 Folgen der Simpsons als Storyboard Artist gearbeitet hat. Dazu als dritter und letzter Regisseur ist Jonathan Del Valle mit dabei, der ebenfalls als Animator bei Ich einfach unverbesserlich zum Beispiel gearbeitet hat, beim Lorax, beim ersten Minions-Film, bei Pets, beim Grinch und beim Super Mario Brothers Film, der interessanterweise bei Pets 2 dann das erste Mal selber Regie geführt hat, beziehungsweise dann Minions 2 als zweite Regiearbeit inszeniert hat. Geschrieben wurde das Drehbuch auf der einen Seite von Matthew Fogel, der witzigerweise 2011 sein allererstes Drehbuch geschrieben hat zu Big Mamas Haus, Die doppelte Portion, dann 8 Jahre sich von diesem Schock erholen musste und dann ins Animationsfeld gewechselt hat. The Lego Movie 2 war dann sein erstes Drehbuch, nachdem Minions 2 und der Super Mario Brothers Film folgten. Geschrieben hat er das Drehbuch gemeinsam mit Brian Lynch, der ebenfalls bereits seit 2011 interessanterweise Drehbücher schreibt. Das erste animierte hier für den Film Hopp, Osterhase oder Superstar. Dann folgte Der gestiefelte Kater. Es kommt auch das Drehbuch zum ersten Minions-Film, die beiden Pets-Filme und dann natürlich der zweite Minions-Film. Ich glaube, über den Hauptcast von diesem Film bleibt wenig zu sagen. Da ist wahrscheinlich tatsächlich Pierre Coffin noch der interessanteste, der nämlich eben nicht nur den Minions in diesem Film wieder mal seine Stimme leiht, der quasi die Minions auch komplett erfunden hat. Immerhin war Ich einfach unverbesserlich 2010 seine allererste echte Regiearbeit. Dann hat er auch noch den zweiten Teil, den ersten Minions-Teil, den dritten Teil gedreht und wahrscheinlich wurde er für diesen Job 2010 deswegen vorgesehen, weil er bereits seit 2004 an einer Animation namens Pat E. Stanley arbeitet, von der ihr wahrscheinlich genauso oft schon was gehört habt wie ich, nämlich einmal dafür, dass es von dieser Serie aber 359 Folgen gibt, ist das schon wüt eigentlich. Außerdem hat er als Mitproduzent für den zweiten Ich einfach unverbesserlich sogar eine Oscar-Nominierung eingesteckt. Etwas, das interessanterweise sogar Steve Carell hat für seine schauspielerische Performance in dem Film Foxcatcher. Carell kennen wir natürlich in erster Linie als Comedian bei Anchorman, bei Evan Almighty, bei Jungfrau 40 männlich sucht, hat allerdings auch bei Filmen wie Ab durch die Hecke mitgesprochen. Seine bekannteste Rolle ist sicher die des Michael Scott in 139 Folgen von Das Büro. Wir kennen Alan Arkin als Schauspieler, der beispielsweise für Die Russen kommen, Die Russen kommen, Das Herz ist ein einsamer Jäger oder Argo eine Oscar-Nominierung bekommen hat, beziehungsweise für seine Nebenrolle in Little Miss Sunshine sogar die Goldstatue mit nach Hause nehmen durfte. Außerdem mitgewirkt als Bill bei Edward mit den Scherenhänden in Glengarry Glen Ross, beziehungsweise auch in Rocketeer. Dann sehen wir Taraji P. Henson, die für ihre Rolle als Queenie in Der seltsame Fall des Benjamin Button eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Außerdem als Sherry Parker in Karate Kid zu sehen, war als Shug in Hustle and Flow, die allerdings auch eine erfahrene Seriendarstellerin ist und zum Beispiel in 102 Folgen der Serie Empire als Cookie Lion zu sehen war. Außerdem in 55 Folgen als Jocelyn Carter in der Serie Person of Interest und natürlich auch in kleineren weiterführenden Rollen wie 17 Folgen von Boston Legal als Whitney Rome, 66 Folgen der Serie Lady Cops knallhart weiblich und einige weitere Sachen. Dann gibt es noch
Michelle Yeoh natürlich die absolut großartige begonnen, teilweise als Michelle Khan in China, hat dort großartig in ihren allerersten Filmen teilweise an der Seite von Jackie Chan gespielt, in Filmen wie Power Man 2, Ultra Force 2, Hong Kong Cop, Dynamite Fighters, Police Story 3, einen der Filme, die ich ganz besonders mag, Mega Cop, und hat zuletzt natürlich absolut verdient einen Oscar für ihre Hauptrolle in Everything Everywhere All at Once bekommen. Außerdem haben wir eine Oscar-Preisträgerin namens Julie Andrews in dem Film in der Rolle von Gru's Mutter, die für Meine Lieder meiner Träume bzw. The Sound of Music, das bekannte Musical, das interessanterweise in Österreich spielt, aber deswegen in Amerika extrem kultig und berühmt ist und in Österreich keine Sau interessiert. Außerdem Oscar nominiert für Victor Victoria bzw. Oscar Gewinn im Jahr 1965 für die Hauptrolle in Mary Poppins. Außerdem natürlich auch schon als Gru's Mutter in den alten Ich und einfach unverbesserlich Filmen mit dabei. Außerdem als Königin in im Schreck-Universum verhaftet. Und wir haben Russell Brand in dem Film, der natürlich in erster Linie als Stand-Up-Comedian bekannt ist, aber dann als Elder Snow in Nie wieder Sex mit der Ex und dem Sieg Männertrip etwas für Aufsehen gesorgt hat, dessen Karriere dann aber nach Arthur eigentlich relativ flott wieder eingefroren ist. Nur, und dass er dann auch natürlich für Filme wie Trolls in die Synchronstudios gegangen ist. Absolut genial, finde ich in dem Fall allerdings die Arbeit von Jean-Claude Van Damme, der, finde ich, bei diesem Film wieder mal auch seine Selbstironie unter Beweis stellt. Es ist übrigens das sechste Mal, dass Van Damme und Dolph Lundgren in einem Film zusammenarbeiten. Das bekannteste natürlich der großartige Universal Soldier. Ich denke mir, jeder von uns weiß, wer diese beiden sind. Van Damme übrigens als Master Croc auch schon im Kung Fu Panda Universum unterwegs gewesen, zusätzlich zu seinen großen Action Erfolgen, und Dolph Lundgren, der ja vom Punisher über Ivan Drago über He-Man alles gespielt hat und zuletzt als King Nereus in den Aquaman-Filmen ebenfalls aufgefallen ist. Jeder kennt Danny Trejo als und aus Machete, aus From Dusk Till Dawn, Lucy Lawless, die interessanterweise aber nicht nur die Xena in 134 Folgen von ihrer eigenen Serie beziehungsweise natürlich auch in anderen Teilen des Hercules Cinematic Universe gespielt hat, beziehungsweise haben wir Lucy Lawless auch noch in 23 Folgen der Serie Spartacus als Lucretia mit dabei. Sie hat außerdem in 29 Folgen von Ash vs. Evil Dead die Rolle der Ruby Nobi übernommen und ist immer wieder in Film und Fernsehen zu sehen, was ich persönlich relativ cool finde. Dann ein paar Leute, von denen vielleicht der ein oder andere noch nie was gehört hat. Kevin Michael Richardson ist wahrscheinlich einer der bekanntesten englischen Synchronstimmen und hat beispielsweise als Goro im Original Mortal Kombat Film gearbeitet, ist in 119 Folgen der Simpsons zwischen 2009 und 2024 in verschiedensten Rollen bis inklusive Dr. Hibbert zu hören, war in ebenfalls verschiedenen Rollen in 111 Folgen von Family Guy oder auch in 109 Folgen von American Dad mit dabei und hat zum aktuellen Zeitpunkt fast 600 Sprechrollen in Film, Fernsehen und Videospielen. Ebenfalls eine bekannte Stimme gehört John DiMaggio, den die meisten natürlich kennen als Bender aus dem Futurama-Universum, der allerdings auch den Stratosphere bei Transformers gesprochen hat, der beim Super Mario Bros. Movie auch noch mit dabei ist. Ebenfalls bekannt ist Will Arnett, der auf der einen Seite den BoJack Horseman gesprochen hat in 77 Folgen, der als Gob Bluth in 84 Folgen von Arrested Development aufgetreten ist, zuletzt gerade in 10 Folgen den Sweet Tooth in Twisted Metal gesprochen hat und natürlich auch vom Teenage Mutant Ninja Turtles bis hin zu seiner großartigen Performance als Batman in den Lego Movie bzw. Lego Batman Movies einiges auf sich reden hat lassen. Außerdem hören wir in einer kleinen Nebenrolle The Razor, der natürlich in der ersten Linie als Musiker durch den Wu-Tang Clan bekannt ist, der allerdings natürlich vor allem auch als er selber immer wieder Gastauftritte in Film und Fernsehen absolviert hat, aber teilweise auch wirklich Original-Schauspielrollen gespielt hat, so in The Man with the Iron Fists als Blacksmith, als Moses Jones in American Gangster oder als T-Bone in Repo Man und last but not least Steve Coogan, der quasi das A bis Z der Comedy durch hat, also von A wie Stan Laurel bis Z
Wie Alan Partridge. Yikes. Auf der anderen Seite haben wir hinter der Produktion auch noch Musik von Heitor Pereira, der interessanterweise ebenfalls für sehr viele animierte Filme die Musik mitkomponiert hat. Wenn man da ganz an den Anfang seiner Karriere schaut, finden wir da noch Filme wie Dirty Dancing 2 oder Coco, der neugierige Affe, bis er sich dann wirklich mehr oder weniger komplett den animierten Filmen verschrieben hat, von Beverly Hills Chihuahua, Madagaskar 2, Angry Birds, ich einfach unverbesserlich, auch schon den ersten, den Schlümpfen, und lustigerweise auch hier und da Videospiele wie das 2015er Need for Speed, was ich total toll finde, dass einfach die Studios immer wieder das Spiel unter dem gleichen Titel rausbringen, dass man immer das Ja dazu sagen muss. Auf jeden Fall ist Claire Dodgson für den Schnitt mitverantwortlich gewesen, die ebenfalls übrigens bereits wahrscheinlich mit dem einen Regisseur bei der gemeinsamen Zusammenarbeit an der Lorax zusammengekommen ist, auch schon bei den ersten Minions beziehungsweise bei dem dritten Ich einfach unverbesserlich mitgeschnitten hat und demnach auch hier ihre Erfahrung spielen hat lassen. Als Assistant Editor hat sie tatsächlich bereits früher gearbeitet bei Dingen wie Corpse Bride unter der Regie von Tim Burton beziehungsweise bei der fantastische Mr. Fox. Auch das finde ich ein ganz gutes Gelände, um sein Handwerk zu lernen. Spannend finde ich, dass dieser Film interessanterweise das erste Mal ist, dass Illumination einen Spielfilm in die Kinos bringt, der gleichzeitig ein Prequel und ein Sequel ist, nämlich als Sequel zu den Minions, aber trotzdem immer noch als Prequel zu Ich einfach unverbesserlich, beziehungsweise, dass dieser Film eigentlich das Konzept eines Soundtracks ein bisschen ad absurdum führt, denn wir hören natürlich auf dem Soundtrack von diesem Film eine Menge an absolut großartigen 70s Classics, wenn wir uns dann, weil uns diese Lieder so gut gefallen haben, aber die offizielle Soundtrack-CD kaufen würden, dann hören wir dort nur relativ einfache Coverversionen, weil man offensichtlich die Rechte an den Musikstücken, und zwar für den Film, aber nicht für den Soundtrack auf CD bekommen hat. Das macht sehr viel Sinn. Kleines Beispiel, Goodbye to Love spielt natürlich die Version von den Carpenters im Film und auf dem Soundtrack dann die von Phoebe Bridges. Wer kennt sie nicht. Auf jeden Fall ist Minions auf der Suche nach dem Miniboss für mich tatsächlich aus den Animationsfilmen der letzten Jahre mit eines der Highlights, insbesondere aufgrund der großartigen Synchronsprecher, aufgrund der großartigen, hochwertigen Optik. Und deswegen finde ich, dass dieser Film natürlich absolut prädestiniert dafür ist, auch auf dem luxuriösen Blu-ray 3D-Format erscheinen zu dürfen. Und das ist ein Missstand, den Turbine am 23. Mai 2024 korrigiert hat, denn da gibt es endlich auch hierzulande eine limitierte 3D-Version von diesem Film. Da hat mir Turbine dankenswerterweise ein Rezensionsmuster zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich darauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen Blick auf die deutsche Blu-ray 3D von Die Minions auf der Suche nach dem Mini-Boss zu werfen. Wie auch die anderen Titel der Turbine Collector Series erscheint Minions auf der Suche nach dem Miniboss in einem Scarabo Keepcase, das hier auf der oberen Seite einen kleinen blauen Banner bietet, der eben auf die Blu-ray 3D bzw. auf die Nummer 2 der Collector Series hinweist. Dann sehen wir das eigentliche Cover Artwork, das bei diesem Titel definitiv niemanden überraschen wird. Immerhin handelt es sich auch hierbei um das alte deutsche Kinoplakatmotiv. Dabei sieht man natürlich auf dem Kinoplakatmotiv noch eine Reihe an Minions auf der unteren Seite mehr. Da es sich allerdings hier um eine G2-Verpackung handelt und das Plakat eben etwas länglicher ist, war es klar, dass man hier irgendwo Abstriche machen muss und irgendwo etwas abschneiden muss. Trotzdem finde ich, dass vor allem der sehr überlegend reinschauende Mini-Gru hier oben, umgeben von seinen treuen Minions, trotzdem absolut großartig aussieht. Wir haben, finde ich, auch ein bisschen diese psychedelische 70s-Atmosphäre durch diese, sagen wir mal, radioaktiven Strahlungen, die da aus diesem Motiv rauskommen, sehr schön auf das Cover integriert. Natürlich, wie es bei einem Film aus dem Jahr 2022 niemanden überrascht, raschen wir in absolut hervorragender Druck- und Präsentationsqualität. Dazu können wir an der Stelle nochmal einen kleinen Blick über den Spine auf das Backcover werfen. Da
B kommen wir mit weiteren bekannten Motiven und Szenenbildern aus dem Film. Natürlich ein bisschen grafische Gestaltung serviert dazu die Inhaltsangabe zu dem Film. Auch an dieser Stelle gleich der Hinweis, dass diese Blu-ray in einem regulären Blu-ray-Spieler ebenfalls abspielbar ist und den Film dann ganz einfach in 2D wiedergibt. Wir bekommen die Cast and Crew-Angaben, die technischen Details. So wird auch dieser Film von Turbine hier in großartigen Dolby Atmos in deutscher und englischer Sprache präsentiert, wo wie er das allerdings auch schon auf der alten deutschen Blu-ray von Universal war. Dazu gibt es dann eben noch Dolby Digital 7.1 bzw. 7.1 Plus auf Französisch, Spanisch und Italienisch. Bonusmaterial gibt es bei diesem Release allerdings gar keines. Wir können dann einmal einen Blick ins Innere werfen. Da bekommen wir ein weiteres, ziemlich cool angepasstes Motiv eigentlich auf der Disc, das natürlich absolut perfekt passt und den zufrieden, diabolisch grinsenden Groot zeigt, der hier seine Beute in der Hand hat, wohingegen die schön abwechslungsreich gestalteten Teenage Mutant Ninja Minions um ihn herumstehen mit ihren Lieblingswaffen. Das Ganze dann natürlich eben schön dieser Kreis der Blu-ray-Disc vollendet mit dem Titelschriftzug bzw. mit den anderen Design-Elementen. Das gefällt mir persönlich wirklich wahnsinnig gut. Und dann können wir natürlich auch bei diesem Titel wieder auf das alternative Wendecover wechseln. Und wie Turbine bestätigt hat, ist es Sinn und Teil des Konzepts von dieser Reihe, dass immer das alternative Wendecover offensichtlich auch für Leute, die den Film aus anderen Gebieten importieren wollen, den englischen Originaltitel auf dem Frontcover und auf dem Spine zeigt. Da gibt es hier ein anderes bekanntes Motiv, das die drei Minions mit der fetten Boombox zeigt. Ich hoffe, dass nicht zufällig Jason Voorhees vorbei kommt. Wobei dieser psychedelische Grafikeffekt in dem Fall eben auf die Farben Orange und Lila gewechselt ist statt Orange und Gelb, was aber meiner Meinung nach ebenfalls ein sehr schönes Motiv ausmacht. Aber apropos was sehr Schönes ausmachen, wir kommen jetzt einmal wieder zum wichtigsten Teil von diesem Blu-ray 3D-Check, nämlich der 3D-Bildqualität. Und ich habe in diesem Fall auch meine eigene Armee an Minions mitgebracht, die mich bei dem nächsten Segment unterstützen wollen. Wie üblich habe ich natürlich sämtliche Screenshots selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet. Ich musste die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen. Deswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Apropos Blu-ray-Bildqualität. Natürlich sind die Screenshots hier nicht in 3D, aber an dieser Stelle vielleicht ein paar kleine technische Hintergrundinformationen zur Datenstruktur einer Blu-ray 3D. Grundsätzlich gibt es den Hauptfilmstream und quasi das Hauptauge, das dann eben auch der Transfer und die Datei ist, die bei dem Anschauen des Films in 2D abgespielt wird. Die belegt bei den 87 Minuten langen Minions satte 21,3 GB und dazu gibt es dann noch eine separate Datei mit 6,35 GB quasi mit den Bilddetails für das zweite Auge, so dass bei diesem recht kurzen Film insgesamt 27,6 GB nur für den Film reserviert sind, was bedeutet, dass der Encoder von Turbine wirklich sauber arbeiten konnte, ohne dass wir in dem Fall mit irgendwelchen Block-Artefaktbildungen, Banding, sonstigen Detailverlusten, Encoding-Schwierigkeiten, selbst bei schnellsten Bildwechseln in den dynamischen Sequenzen des Films konfrontiert werden. Das ist wirklich ein sauberes, absolut großartiges Encoding. Und man muss dazu sagen, dass Minions natürlich als Animationsfilm aus dem Jahr 2022 absolut prädestiniert dafür ist, hier in 3D präsentiert zu werden. Und ich muss zugeben, von allen Filmen, die ich bislang in 3D gesehen habe, war meine Kinnlade wahrscheinlich noch nie so weit, so oft und so langwierig nach unten geklappt, wie bei Minions auf der Suche nach dem Miniboss. Dieser Film, das ist wirklich High-Class-Animations-Entertainment. Wir haben großartig ausgestaltete Sets und Designs, wo wirklich feinste Strukturen durchzeichnet werden. Vor allem diese großartigen Eröffnungssequenzen am Anfang mit den schön durchzeichneten Bäumen, dem Wasserfall und kleinen, feinen Strukturen in den Charakterdesigns, die kommen natürlich auf diesem 3D-Format ganz besonders zur Geltung. Die Tiefenwirkung ist einfach unbeschreiblich genial. Und noch dazu ist das Bild eben so gemacht, dass es trotz der logischen Abdunkelung durch die 3D-Shutterbrille hier
weder zu dunkel noch irgendwie kontrastarm wirkt. Im Gegenteil, es ist ein wundervolles, natürliches, kräftiges, fast schon grelles Bild. Ein wirklich toller Kontrast, tolle, dynamische Farben, die hier absolut an die Grenzen des technisch Machbaren einer Blu-ray gibt. Das Einzige, was mich hier traurig macht, wäre der Gedanke, dass hätte die Blu-ray 3D überlebt, wir vielleicht irgendwann einmal eine 4K 3D Blu-ray bekommen könnten. Aber man darf ja wohl noch träumen. Nachdem dieser Film aber wirklich für das 3D-Kinoerlebnis produziert wurde, ist das ein Film, den man auch in einem solchen Format schauen sollen dürfte, der auf jeden Fall profitiert von der Blu-ray 3D und der, finde ich, einfach großartig visualisiert ist. Und man muss wirklich sagen, dass Turbine bei ihrem Einstand in die Turbine Collector Series ein gutes Händchen bewiesen hat für eine abwechslungsreiche, aber vor allem zeig- und referenzwürdige Auswahl an Filmen. Nach Jurassic World Dominion, der zwar als Film seine Schwächen hat, aber natürlich mit einer großartigen nativen 3D-Präsentation sämtliche Zweifel, zumindest aus der visuellen Ebene, wegwehen kann, kommt mit Minions absolutes Referenzkino auf dem eigenen 3D-Bildschirm eines der beeindruckendsten Bilder, die ich jemals gesehen habe. Und das vor allem zu einem Film, der ansonsten eigentlich auch relativ viel Spaß macht. Der Film bietet kurzweilige 87 Minuten Unterhaltung, hat einen großartigen High-Class-Cast, aber ganz besonders natürlich kultige große Namen von Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Michelle Yeoh, Danny Trejo sind's, die mich hier auf der Tonspur besonders begeistern. Aber natürlich ist der Film auch auf der Deutschen, in der deutschen Version mit Star Power und nicht mit YouTubern synchronisiert, sodass man auch die deutsche Version natürlich genießen kann. Auf jeden Fall ist das eine würdige Nummer 2 in dieser großartigen Blu-ray 3D-Reihe, die hoffentlich noch sehr viele Fortsetzungen nach sich zieht.